Ein Vorteil, den Sie besonders schätzen werden, ist die Möglichkeit, das SIG 516 ohne Werkzeug zu zerlegen. Wie bei jeder Waffe stellen Sie zuerst Sicherheit her und versichern sich, dass die Waffe entladen ist. Ziehen Sie dazu den Ladegriff nach hinten und arretieren Sie den Verschluss in hinterer Stellung. Schauen Sie ins Patronenlager und überzeugen Sie sich, dass es frei ist. Lassen Sie den Verschluss nach vorne schnellen und sichern Sie die Waffe. Benutzen Sie zum Beispiel eine Patrone, um den hinteren Zerlegebolzen von links nach rechts zu drücken. Klappen Sie das Griffstück ab. Erfassen Sie den Ladegriff und ziehen Sie ihn zusammen mit der Verschlussbaugruppe nach hinten. Entnehmen Sie die Verschlussbaugruppe und ziehen Sie anschließend den Ladegriff heraus. Schieben Sie nun den vorderen Zerlegebolzen von links nach rechts und entfernen Sie das Griffstück. Um das Gasventilsystem zu entnehmen, drücken Sie die Gasventilraste am Gasventil mit Hilfe einer Patrone nach unten und schrauben dabei das Gasventil gegen den Uhrzeigersinn heraus. Ziehen Sie anschließend das Ventil aus der Gasentnahme heraus. Kippen Sie den Lauf etwas nach vorn, sodass die Gasstange herausgleitet. Das Zerlegen des Verschlusses funktioniert analog zu allen anderen Waffen der AR-15-Plattform. Ziehen Sie den Zündstiftsplint an der linken Seite des Verschlussträgers heraus. Entnehmen Sie den Zündstift nach hinten. Entnehmen Sie den Steuerstift und ziehen Sie ihn nach oben aus dem Verschlussträger heraus. Nun ziehen Sie den Verschlusskopf nach vorn aus dem Verschlussträger heraus. Nach der Reinigung beginnen Sie das Zusammensetzen mit dem Verschlusskopf und dem Verschlussträger. Zuerst führen Sie den Verschlusskopf von vorn in den Verschlussträger ein. Setzen Sie den Steuerstift ein und ziehen Sie den Verschluss nach vorn. Stecken Sie den Zündstift von hinten durch den Verschlussträger zurück in den Verschlusskopf. Schieben Sie dann den Zündstiftsplint von links nach rechts in den Verschlussträger. Zum Zusammensetzen des Gassystems schieben Sie die Gasstange zurück durch die Gasentnahme. Stellen Sie dabei sicher, dass die flache Seite der Gasstange nach unten in Richtung Lauf zeigt. Nach der Installation stellen Sie sicher, dass sich die Gasstange frei im Gehäuse bewegen kann. Stecken Sie das Gasventil zurück in die Gasentnahme und stellen Sie sicher, dass es an der Gasstange sitzt. Schrauben Sie das Gasventil im Uhrzeigersinn in die Gasentnahme ein. Wenn Sie am Gasventilbolzen anstoßen, benutzen Sie zum Beispiel eine Patrone, um den Bolzen einzudrücken, und schrauben Sie das Gasventil fest. Drehen Sie das Ventil zunächst bis zum Anschlag in die Gasentnahme und dann zurück zur ersten Arretierung der Gasventilraste. Prüfen Sie nun, dass sich das Ventil, ohne zu blockieren, frei von Position zu Position bewegen lässt. Im nächsten Schritt setzen Sie den Verschlussträger wieder ein. Zuerst schieben Sie den Ladegriff zurück ins Obergehäuse, bis er einrastet. Ziehen Sie jetzt den Verschlusskopf nach vorn aus dem Verschlussträger und führen Sie den Verschlussträger in das Obergehäuse ein. Schieben Sie die gesamte Baugruppe nach vorn, bis sie einrastet. Im letzten Schritt erfolgt das Zusammensetzen von Obergehäuse und Griffstück. Im Gegensatz zum direkt angestoßenen Gasdrucklader lässt sich das Gasdrucksystem des SIG 516 schnell und einfach reinigen. Dazu werden lediglich Schmauch- und Rußablagerungen von Gasventil und Gasstange unter Zuhilfenahme einer Bürste und eines Reinigungsmittels entfernt. Stellen Sie sicher, dass sich das Gasventil leicht an der Gasstange bewegen lässt. Zusätzlich zum Kurzhub-Gasdruckladersystem bietet das SIG 516 eine Reihe weiterer einzigartiger Eigenschaften und Verbesserungen. Freischwingender Aluminiumhandschutz mit 4 Military Standard 1913 Montageschienen. Freischwingender kaltgehämmerter Lauf mit abriebfester Nitritbeschichtung für unerreichte Haltbarkeit und Korrosionsfestigkeit. Standard M16 Magazine und Aftermarket AR15 Magazine können mit dem SIG 516 verwendet werden. Das SIG 516 ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um ein weites Feld an Einsatzmöglichkeiten abzudecken.
SICK 516 PDW mit 7 Zoll Lauf, SICK 516 CUB mit 10 Zoll Lauf, SICK 516 Tactical Patrol mit 14,5 Zoll Lauf, SICK 516 Patrol mit 16 Zoll Lauf, SICK 516 Precision Marksman mit schwerem Lauf. Wenn Sie ein Selbstladegewehr auf AR-15-Basis suchen, das zuverlässiger, haltbarer und präziser ist als alles, was Sie kennen, haben Sie es jetzt gefunden. Das SICK 516 ist Ihr taktisches Sturmgewehr auf AR-Basis. Das SICK 516, nur von SIG Sauer.